Doch ja, auch bei mir kommt das Wasser aus dem Hahn, nicht etwa aus der Steckdose, hoffe ich zumindest. Und nein, es gibt kaum etwas Beruhigenderes und dabei zugleich das natürliche Bedürfnis von jetzt auf gleich Erhöhendes, dabei obendrein meist den imperativen Reflex auslösend, Kleingeld rückwärts über die Schulter werfen zu müssen, dass es zwar nicht klimpert, aber doch klatscht als... Ja, als wer oder was eigentlich werden Sie sich einen Wunsch des Autors jetzt erfüllend mittlerweile verzweifelt fragen. Haben Sie gefragt? Danke. Wenn Sie jetzt messerscharf kombinieren und zu der an sich auch nicht weiter verwunderlichen Lösung des kleinen Rätsels kommen, dass sich der Autor nämlich mal wieder sozusagen von hinten schräg durch die Brust nach vorne oder einfacher gesagt ein wenig umständlich, wie das bedauerlicherweise nun mal seine Art ist, dem Thema Brunnen im Allgemeinen und speziell einem ganz besonderen öffentlichen Wasserspender im Großmaßstäblichen nähert, und zwar voller Neugier und mit einer nicht gerade kleinen Portion Bewunderung, dann dürften Sie, geneigte Leser und Hörer, sich unwiderlegbar des Intelligenzquotienten eines mittelalterlichen Wasserspeiers erfreuen. Mindestens. Ich gratuliere. Tun wir es also den auswärtigen Touristen und Cityhoppern gleich, damit es endlich weitergeht, und begeben wir uns auf eine kleine Zeit- und Erlebnisreise ins gute alte Braunschweig. Für das Gute lege ich allerdings meine Hand nicht ins rheumafördernde kalte Brunnenwasser. Wir begeben uns dazu auf den garantiert original mittelalterlichen Altstadtmarkt der zweitgrößten Stadt Niedersachsens mit seinem malerischen, das echte, gute alte Zeitfeeling vermittelnden Kopfsteinpflaster. In Kauf nehmen müssen wir bei diesem Gang über und durch das Mittelalter allerdings schmerzende Füße und streikende Gehhilfen. Vor allem die aller Nostalgie eher abgeneigten und schrill nach modernistisch planen und glatten Böden schreienden Rollatoren und erst recht die stumm leidenden, sich und ihr lebendes Inventar durchschüttelnden Rollstühle werden jetzt begreiflicherweise mehr oder weniger wahrnehmbar protestieren. Doch... Ja, auch Rollatoren können schreien und Rollstühle je nach Art der Bereifung ziemlich stumm leiden. In Zweifelsfällen fragen Sie mich oder meinen Orthopädie-Mechanikermeister, wir könnten Ihnen da Geschichten erzählen. Moment mal, hatte ich den am nördlichen Rand der heutigen Braunschweiger City gelegenen, wohl idyllischsten unter den Braunschweiger Plätzen und Märkten wirklich als garantiert original mittelalterlich bezeichnet? Da muss ich mir doch gleich mal selbst heftig widersprechen, bevor echte Heimatkundler mir Haue oder schlimmer Vertreibung aus dem Braunschweiger Paradies androhen. Anders als das bekannte Braunschweiger Fake oder Shoppingschloss, das ja mehr der Kategorie der Potjemkinschen Dörfer zuzuordnen ist, darf sich alles auf dem Altstadtmarkt noch echtes originales Mittelalter nennen. Nur... So wie jetzt hat dieser Markt zu jener Zeit nicht ausgesehen. In Braunschweig ging vieles, bekanntlich sehr vieles, unter den Bomben des Zweiten Weltkriegs zu Bruch. Übrig blieb eine Ruinenlandschaft mit wenigen einigermaßen erhalten gebliebenen Ausnahmen. Und da hatten die Stadtväter und Mütter eine äußerst kluge Idee. Das kommt sogar in Politikerkreisen ab und zu vor. Sie sagten sich... Warum sammeln wir nicht einfach die Reste und bauen daraus städtebauliche, historische Inseln im Ruinenmeer? Man mag es heute kaum glauben, aber dieser Geniestreich hatte Erfolg. Eine dieser historischen Inseln ist nun der Altstadtmarkt. Zu dem bereits vorhandenen Bauensemble von Martinikirche, dem Rathaus der Altstadt, dem Gildehaus der Gewandschneider, heute Industrie- und Handelskammer oder auch IHK, und dem später ausführlicher beschriebenen Altstadtmarktbrunnen gesellte sich nach dem Krieg das ehemalige Rüninger Zollhaus. Es passte historisch betrachtet in das Zeitfenster, das sich auf dem Altstadtmarkt eh öffnet und wurde an seinem ehemaligen Standort der alten Reichsstraße nach Frankfurt am Main, heute ist es die alte Frankfurter Straße, abgebaut und kurzerhand an das Gewandhaus gelehnt wieder aufgebaut.
Diese gelungene architektonische Transplantation hatte einen guten Grund. An der Seite des Gewandhauses, wo jetzt das alte Zollhaus und eine Freitreppe optische Schwerpunkte und Verweilakzente setzen, lehnten sich vor der Zerstörung eine Reihe von Krambuden, so nannte man das, an. Etwa in der Art, wie sie in dem winzigen Buchantiquariat noch zu erleben ist, das regelrecht an die Burg Dankwarderode auf dem Burgplatz angeklebt erscheint. Die Zerstörung der Krambuden am Gewandhaus brachte eine weitere wesentliche Veränderung der Optik des Platzes mit sich. Die aus Bruchstein bestehende Nordseite des Gewandhauses wird mittlerweile als originaler Bestandteil des mittelalterlichen Hauses empfunden. Das stimmt nur insoweit, als es diese Mauer tatsächlich im Originalzustand des Gebäudes gab. Nur zu sehen war diese Mauer, die mittlerweile den Marktplatz zum Süden hin optisch reizvoll abschließt, damals nicht. Es klebten ja die vielen Krambuden an dieser Mauer. Mit der Freitreppe des heutigen IHK-Gebäudes zur Marktseite hin gelang eine weitere, zwar historisch alles andere als korrekte, aber eben doch ins Ensemble passende Aufpropfaktion des städtebaulichen Konzepts historische Inseln. Der Eingang von der Freitreppe ins alte Gewandhaus führt heute durch ein Renaissanceportal, das der Braunschweiger Bildhauer und Steinmetz Wolter Hasemann ausgangs des 16. Jahrhunderts für die Apotheke am Hagenmarkt gebaut hatte. Dieses Portal war das einzige erhaltene Teil der ansonsten im Zweiten Weltkrieg total zerstörten Hagenmarktapotheke. Der Umzug des Pracht- und Renommierstücks Braunschweiger Geschichte an den Altstadtmarkt, ein, wenn auch ein wenig geschichtsklitternder, Glücksgriff aus heutiger Sicht. Wer meint, das gesellschaftliche Leben in der mittelalterlichen Hansestadt Braunschweig sei eher gemütlicher, geradezu idyllisch gewesen, den lehrt die Geschichte gerade des Altstadtmarkts und der großen Veränderungen bis hin zur Rebellion in jener guten alten Zeit eines Besseren. Und dabei spielten zwei weitere Gebäude, die den Platz prägen, eine entscheidende Rolle. Das Altstadtrathaus und das Haus zu den sieben Türmen. Dort spielte sich eines der Dramen der Geschichte Braunschweigs im Mittelalter ab. Das Haus zu den sieben Türmen gehörte Mitte des 14. Jahrhunderts der Braunschweiger Rats- und Patrizierfamilie von Damm. Im benachbarten Schuhhof brach im Jahr 1374 die Große Schicht ein blutiger Aufstand der Gilden gegen den Rat der Altstadt. Während heutzutage Politiker und Wirtschaftsmagnaten nur selten befürchten müssen, für ihr Missmanagement und andere Schweinereien, die sie angerichtet haben, spürbar bestraft zu werden, waren, was das anbelangte, die Braunschweiger weniger zimperlich. Die Große Schicht ist ein Beispiel, das heute noch von rebellischen Braunschweigern teils gruselnd, teils bewundernd immer wieder als Modell für den Umgang mit nicht unbedingt wirklich bürgernahen Großkopfeten erwogen wird, aber regelmäßig an der friedlichen Gesinnung heutiger Rebellen dann doch wieder verworfen. Bei der Großen Schicht von 1345 ging es, eigentlich wundert es uns gut 600 Jahre später ja nicht wirklich, um Steuererhöhungen. Man sieht, die echten Aufregerthemen haben sich während der vergangenen Jahrhunderte nicht sonderlich verändert. Damals planten die Braunschweiger Patrizier, die Spitzenpolitiker jener Zeit, die richtig große Abzocke der kleinen Handwerker. Und zwar nach dem auch heute noch üblichen Motto, wir wollen nur euer Bestes. Konkret, Braunschweig hatte mal wieder schamlos über seine Verhältnisse gelebt, nach einem weiteren bewährten Motto, nämlich dem »Nach mir die Sinnflut« und jetzt galt es also mal wieder, Schuldenlöcher zu stopfen, wie auch immer. Es kam zu einem blutigen innerstädtischen Aufstand, in dessen Verlauf 8 Ratsherren zu Tode kamen. Der Zorn der Handwerksgilden richtete sich gegen die patrizisch-elitäre Regierung, an deren Spitze der damalige Besitzer des Hauses der Sieben Türme und Bürgermeister der Altstadt, Thiele von Damm. Thiele galt als einer der mächtigsten und reichsten Patrizier Braunschweigs und damit als Stellvertretender der herrschenden Geschlechter und damit auch eben verhasst. Die Rebellen plünderten kurzerhand sein Haus am Altstadtmarkt und steckten es in Brand.
Der einstmals mächtige Mann gab Fersengeld, konnte sich kurze Zeit verstecken und wurde nach seiner Entdeckung am 19. April 1374 auf dem Hagenmarkt geköpft. Thomas Ostwald weiß Einzelheiten. Der Bürgermeister, berichtet er, hatte sich in seine Kemenate, den angrenzenden Steinschutzraum, geflüchtet, wo er es aber nach 2 Stunden nicht mehr aushielt und so wie alle anderen Bürgermeister gefangen wurde. Das heutige Haus mit dem Relief der 7 Türme stammt aus dem Jahr 1708. Zitat Ende. Mit Van Damme fanden 7 weitere Ratsherren, wie ich sagte es bereits, den Tod. Im Braunschweiger Stadtarchiv findet sich ein Bericht über diese große Schicht, den der Zoll- und Akziseschreiber Hermann Bothe 169 Jahre nach dem Aufstand verfasste und dabei seine Mitbürger nicht unbedingt schmeichelnd charakterisierte. Er schreibt: »Braunschweig, ich vergleiche dich einem Pferde, denn ein Pferd kennt seine Stärke nicht und lässt sich von einem kleinen Jungen zäumen, und der reitet damit, wohin es ihm gefällt. Aber wenn das Pferd erzürnt wird, dann schlägt es aus und beißt um sich, so daß niemand es halten kann, noch sich ihm nähern, und jedermann entsetzt vor ihm. So auch die Braunschweiger. Wenn sie erzürnt werden, dann strafen sie so unbarmherzig, daß sich jedermann vor ihnen entsetzt.« Soweit der Zoll- und Akziseschreiber Hermann Bothe in seinem Bericht. Überhaupt, wenn der Altstadtmarkt erzählen könnte, dann gäbe das den Stoff für so manches spannende und dicke Buch. Da war immer was los, nicht nur an den Markttagen. Ob der Altstadtmarkt unter anderem zeitweise auch Richtstätte war, wird von vielen Experten für die Geschichte Braunschweigs mittlerweile angezweifelt. Andere berichten, allerdings ohne es belegen zu können, dass neben der wichtigen wirtschaftlichen Funktion als Markt- und Messeplatz auf dem Markt zumindest zeitweise auch Köpfe rollten. Öffentliche Hinrichtungen galten als Highlight im Leben der Bürger, vergleichbar etwa mit den heutigen Attraktionen der Familien- und Freizeitparks. Der Braunschweiger Heimatforscher Thomas Ostwald, der auch für seine Erlebnisführungen an historischen Orten, zum Beispiel im Magniviertel oder im Schloss Richmond, bekannt und beliebt ist, schreibt dazu: Bei den Hinweisen auf erfolgte Hinrichtungen auf dem Altstadtmarkt bin ich der Meinung, dass dort zwar durchaus solche Gerichtstage stattfanden, aber das Hohe Gericht der Stadt, zuständig für Mörder wie für Hexen, hatte eine Hinrichtungsstätte etwa dort, wo heute das Gelände der Braunschweiger Zeitung an der Hamburger Straße liegt. Eine zweite befand sich im Lechlumer Holz vor Wolfenbüttel, wo eine Erinnerungsstätte noch heute daran erinnert. Zitat Ende Thomas Ostwald. Aber es gab auch harmloseres: Reiterspiele, Paraden und Prozessionen. Heute würden wir sagen, auf dem Altstadtmarkt war jederzeit Party angesagt. Hier kamen Vergnügungssüchtige fast jederzeit auf ihre Kosten. Langeweile kannte das mittelalterliche Braunschweig kaum, und das ganz ohne TV, ohne Internet und ohne Handy. Zum Mittelpunkt des alltäglichen Lebens auf dem Markt, wir würden heutzutage in schönstem Anglizismus von Meeting Point sprechen, wurde der Altstadtmarkt Brunnen. So ein Brunnen mitten in der Stadt, das war im Mittelalter Hightech pur. Wobei die altmodischen Zeiten, als Ehefrauen und anderes Personal noch mit allerlei Behältnissen vom Krug über Eimer bis hin zum Wasserfass vor die Tore der Stadt zogen, zum Brunnen vor dem Tore, den ein gewisser Herr Müller noch im 19. Jahrhundert wildromantisch in Verse goss, die wiederum der nicht weniger romantische Tonsetzer Franz Schubert gemäß dem Titel der ursprünglichen Gedichtesammlung des reimenden und romantisierenden Müllers auf seine heute berühmte Winterreise schickte, auf die kein anspruchsvoller Abend, zu dem das Bildungsbürgertum einlädt, verzichten möchte. Was bitteschön hat dieser Schmachtfetzen und Ohrwurm des verklärten Dorflebens nun aber mit den Brunnen der großen Stadt Braunschweig zu tun? Ganz einfach. Die prächtig gestalteten Braunschweiger Brunnen, Vorzeigeobjekte der städtischen Unabhängigkeit und Prestigeobjekt des seinerzeit hochmodernen Komforts, den man sich leisten konnte, waren genau genommen eigentlich die durch Ingenieurskunst ermöglichte Fortsetzung des von Männerchören wie Knödeltenören und gepflegten Baritönern geschmetterten oder auch mal dahingeseufzten Oden an die
Brunnen vor dem Tore, Idylle, gleichermaßen mit Inbrunst, Schmelz und nimmermüder Hingabe an die Landidylle mehr zelebriert als nur gesungen und natürlich mit den unentbehrlichen Zutaten deutschen Liedguts angereichert. Einem biederen Wandersmann, einem rauschenden Lindenbaum und mehr oder weniger klar plätscherndem Brunnenwasser. Eine gefühlsbesoffene Hymne an deutsche Biederkeit und deutsche Seele. Liedgut, das klingt mir übrigens verdächtig nach Mettgut. Solche Bilder im Kopf werde ich dann meist nicht so schnell wieder los. Der Vollständigkeit halber, der Wandersmann an dem von unserem Herrn Müller gedichteten und von Franzl Schubert in seine volkstümelnde Melodei gesetzten suburbanen Wasserspender war, Sie ahnen es vielleicht, reisender Waldhornist von Beruf. So wollte es der romantische, sonst nicht weiter erwähnenswerte Dichter Wilhelm Müller. Franz Schubert war die Berufswahl des müden und durstigen Wanderers egal. Hauptsache, er hatte seinen, dem Zeitgeist plätschernden, wasserzollspendenden Brunnen. Ich bin mal wieder abgeschweift, wie das zuweilen meine Unart ist, aber aus gutem Grund. Jener Brunnen vor dem Tore, der rund 4 Jahrhunderte später zum romantisierenden Liedobjekt wurde, hätte nämlich, aber das wurde nie schlüssig nachgewiesen, durchaus vor den Toren Braunschweig sein kostbares und hoffentlich ebenso köstliches Nass produzieren und freigebig verteilen können. Jedenfalls gab es rund 2 Kilometer vom Altstadtbrunnen entfernt, um den es hier eigentlich geht, den auch heute noch intakten Jödebrunnen. Der würde im Hochdeutsch unserer Tage zwar nicht Jöde, sondern Jungbrunnen heißen, entspricht aber ansonsten nun gar nicht den Klischees vom Brunnen vor dem Tore. Es handelte sich damals und handelt sich bis heute auch noch um eine wenig spektakuläre Quelle, die immerhin bis ins 19. Jahrhundert die Altstadt von Braunschweig mit dem Lebensmittel Wasser versorgte. Damit sind wir endlich wieder auf der richtigen Spur angelangt und die führt uns stracks zurück zum Altstadtmarkt und hin zu seinem Brunnen. Die hochlöblichen Patrizier der längst bedeutenden Hansestadt und ihre Gilden schlugen sich nämlich im Jahr 1408 mal nicht gegenseitig die Köpfe blutig, sondern krönten eine im Mittelalter nicht unübliche, im Ausmaß und in der Ausführung aber bemerkenswerte Ingenieursleistung mit dem Brunnen, der im Prinzip damals, zu Beginn des 15. Jahrhunderts, bereits fast genauso aussah wie heute. Fast ein halbes Jahrhundert zuvor, nämlich 1345, war etwas Ungeheures geschehen. Ob nun die Frauen damals ihren Männern die Hölle heiß gemacht hatten und die Küche kalt werden ließen, ohne in den Wiener Wald einzuladen, oder ob es die ebenso hart arbeitenden, bienenfleißigen Handwerker waren, die nach technischem Fortschritt schrien, wissen wir nicht. Schade. Aber Tatsache ist, dass die Bürger der Altstadt einfach keine Lust mehr hatten, mehrmals täglich die 2 Kilometer Luftlinie wohlgemerkt vom Altstadtmarkt hinaus zu pilgern zum Jödebrunnen, um dort Wasser zu bunkern. Wer ein wenig Fantasie mitbringen kann, die Wasserträgerinnen und Träger als Kopfkino müde und müder werdend den mühsamen Weg entlang stolpern sehen, mit an Schulterjochen pendelnden schweren Eimern, mit großen Krügen, aus denen das kostbare Nass verschwenderisch schwappte, oder komfortabler mit Ochsenkarren, die große Wasserfässer und Bottiche beförderten. So etwas machte auf Dauer griesgrämig und unzufrieden, und so erfand man die Piepen. So wurden die in etwa 1,70 Meter Tiefe verlegten hölzernen Wasserleitungen genannt, die bereits in der Mitte des 14. Jahrhunderts, etwa ab besagtem Jahr des Herrn 1345, sowohl einen Brunnen auf dem Altstadtmarkt als auch den ein wenig weiter östlich gelegenen Brunnen auf dem Kohlmarkt mit Wasser aus dem Jödebrunnen versorgten. Bis heute konnte nicht abschließend geklärt werden, wie die Piepen tatsächlich entstanden. Dazu Heimatforscher Thomas Ostwald auf Anfrage des Autors. Zitat Beginn. Über die Längen einer Piepe und deren Durchmesser habe ich keine verlässlichen Angaben. Durch einen Versuch vor ein paar Jahren wurde ein Eichenstamm nach einem Fundstück durchbohrt. Ein sehr mühseliges Unterfangen. In 15 Minuten kräftiger Arbeit trieb man den Bohrer nicht tiefer als 1,5 Zentimeter. Zitat Ende. Dafür, dass immer Wasser durch die Piepen floss, sorgten Piepenbruderschaften, und diese Vorfahren unserer heutigen Klempner und Installateure verstanden offenbar ihr Handwerk.
Es ist belegt, dass der Altstadtmarktbrunnen noch bis zum Jahr 1865 über die Piepenleitung aus dem Jödebrunnen mit Wasser versorgt wurde. So lange, nämlich satte 500 Jahre, hält heutzutage wohl keine Wasserleitung mehr. Ohne die Piepenbruderschaften wäre das kaum möglich gewesen. Aber bleiben wir doch bei unserem Schmuckstück auf dem Altstadtmarkt, dem bei Tauben wie Menschen gleichermaßen beliebten Altstadtmarktbrunnen. Der hieß damals im Jahr 1345, als vermutlich erstmals das Jödewasserbrunnen durch die Piepenleitung floss, noch gar nicht so, sondern viel romantischer und vielversprechender Jogetborn oder auch Jungborn. Einen besonderen Grund für dieses natürlich wie üblich nie eingehaltene Versprechen ewiger Jugend gab es nicht. Man hatte einfach den damaligen Namen der Wasserquelle des Jödebrunnens geklaut. Und besonders schön oder gar prächtig war dieser erste Brunnen auf dem Altstadtmarkt auch nicht. Eher schlicht und praktisch. Da sprudelte und floss nichts, vielmehr reichte den Bürgern zunächst ein simpler Ziehbrunnen aus Holz mit Trögen für das Wasser. Ende 1408 war es dann endlich soweit. Das schlichte Holzmodell wich einer Konstruktion aus Stein und Metall. Die drei für die damalige Zeit riesigen Bleischalen wurden in Goslar gegossen. 11 Tonnen Blei aus dem Bergwerk Rammelsberg wurden verbraucht, ein gigantisches Vorhaben. Für die steinernen Elemente wurden Sandstein und Dolomit verbaut. Die Technik war und ist vergleichsweise einfach. Da sich der Brunnen am Ende der Piepenleitung vom Jödebrunnen auf den Altstadtmarkt befand, kam hier nur das Prinzip des Stock- oder Schalenbrunnens in Frage. Das Wasser wird über eine hölzerne Leitung im Inneren der Brunnenkonstruktion bis an die höchste Stelle gefördert, von wo aus es in die unteren Schalen verteilt wird. Heute steht der Altstadtmarktbrunnen, der wegen der Figur der Maria oben im Tabernakel nicht ganz korrekt auch Marienbrunnen genannt wurde, wieder an der Stelle, wo er im Jahr 1408 errichtet wurde. 1847 war der Brunnen in die exakte Mitte des Marktes versetzt worden. Als er 1951 nach seiner weitgehenden Zerstörung rekonstruiert wurde, wählte man den ursprünglichen Standort. Jos van Aken.